Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, wir wollen mal gucken, was wollen wir denn machen? Genau, wir sind ja aktuell dabei, hier alles aufzudecken. Dann würde ich tatsächlich hier so rübergehen. Und dann gucken wir mal, was dann aufgedeckt ist. Ob ich denn darüber gehe oder ob wir direkt zur Hauptquest gehen. Schauen wir einfach mal, ne? Ich bin da sehr spontan, was das angeht. So. Aber wenigstens regnet es nicht mehr. Das ist immer schon ein Vorteil. Das geht mir tatsächlich bei der letzten Aufnahme ist ja schon echt auf den Senkel. Das ganze Regen. Aber wir haben es ja gut überlebt, würde ich sagen, meine Lieben. Warum ist hier ein Feuer? Vielleicht passiert hier später noch was. Lauscht meinen Worten, wenn ihr Weisheit sucht. Ich bin hier, alter Mann. Ich höre dir zu. Vor kurzem kamen drei junge Männer zu mir. Maulhelden, voller Ehl und Sünde. Der Tod hatte ihnen einen Freund genommen. Also zogen sie aus, dem Tod eine Lektion zu erteilen. Wie närrisch. Wir Nordleute wollen den Tod nicht beherrschen. Wir heißen ihn willkommen. Ja. Doch sie verlangten dreist von mir, sag uns, wo wir den Tod finden. Du bist alt, du musst es wissen. Sucht nicht weiter, sagte ich. Er ist unter der großen Eiche im Wald hinter mir. Und dort gingen sie hin. Eine eigenartige Geschichte, die sich im Kopf festsetzt wie ein Albtraum. Ist das die große Eiche, von der Mann sprach? Aber wir haben ja den Tod. Das meinte der alte Mann also. Aber was ist hier geschehen? Verdrosselt. Das waren keine Räuber. Hat der alte Mann sie erstochen oder was? Hinterrücks? Von Gift getötet. Keine Kampfspuren. Er wurde jedenfalls nicht gezwungen, es zu nehmen. Seine Blässe deutet auf Tod durch Vergiftung hin. Wonach er wohl greifen wollte, frage ich mich. Essen und Bier. Aber warum hier ein Lager aufschlagen, wenn sie den Tod suchten, wie es der Alte erzählte? Das ist eine gute Frage. Silber. Das spielte zweifellos eine Rolle in dieser Geschichte. Die drei Männer fanden einen versteckten Schatz unter dem Baum. Sie machten Rast, um die Beute zu teilen. Zwei von ihnen hintergingen den dritten. Aber er war ihnen einen Schritt voraus. Er hatte ihr Bier vergiftet. So trieb das Glitzern des Silbers diese gierigen Narren zum Mord. Also haben sie den Tod tatsächlich gefunden. Oder der Tod fand sie. Jo. Die Gier wieder, die Gier, Leute. Maske! Oh, eine schicke Maske! Yeah, 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 yeah. Bin ich darüber gewippelt? Vielleicht muss ich einmal im Kreis wippeln.
Okay, dann haben wir das auch schon. Ich würde tatsächlich uns wirklich einmal darüber, dann haben wir den Schatz auch. Was weg ist, ist weg und dann gehen wir hier hin. Dann rufen wir auf jeden Fall einmal Lepiri. Gibt's ja nicht, ne? Nicht so viel hin und her laufen. Ich glaube, ich muss ein bisschen weiter ran, um den Mini-Schatz zu machen, wenn ich das finde. Das wird wahrscheinlich ein Lager sein. Ich schätze, die liegen ja nicht einfach so rum. Auf der richtigen Seite gewesen. Sehr schön. Finde den Schlüssel. Ah, toll. Ein blutverschmierter Brief. Ich wurde hier zurückgelassen, damit ich während des Überfalls auf das Lager den Schatz der Kapelle bewache. Ich habe mit aller Kraft die Tür blockiert. Wahrscheinlich werde ich hier an meinen Wunden sterben, doch bis dahin beschütze ich diesen Ort mit meinem Leben. Der Thronschlüssel sollte bei einem der anderen Mönchen in der Nähe sein. Leider ist ihm die Flucht nicht geglückt. Okay, das heißt, da müssen wir dann noch mal gucken, wo der Mönch ist. So, dann gucken wir noch mal. Da hinten war doch noch was. Oh, nee, okay. Da hinten. Let's go! So, dann müssen wir jetzt gleich noch mal gegen irgendwelche Viecher kämpfen. Das sieht irgendwie so danach aus. Sehr schön. Da freue ich mich. Ah, jetzt ist so ein Ding nochmal auf. Jetzt gucken. Ach, hier sind überall noch Minischätze. Deswegen, ich muss mir daran gewöhnen, wirklich weiter dran zu sein, damit ich die Minischätze sehe. Aber die können wir immer noch holen. Kein Stress. Wir haben ja erst angefangen hier. Zu tuckeln. So.
Alter! Alter! Alter, wie viele Schritte! Entschuldigt! Du warst so sehr drauf. Hier greif. Die Fluchtkugel zu finden, dass ich das nicht bemerkt habe. Alter, wie mir das heißt. Okay, die Fluchtkugel ist irgendwo anders. Das hat einen Grund, warum hier Dings aufgespannt sind. Kannst du da hochklettern? Nein, kannst du nicht. Kannst du da aufklettern? Wir fangen hier auf den Baum hier. An diversen Bäumen kann sie hochklettern, aber an solchen Bäumen nicht hier oder was? Vielleicht dann auf. Achso, warte mal. Den hier kann sie rauf, okay. Nee, das solltest du eigentlich nicht machen. Weiteres. Ich bin hier rauf. Kletterst du hier rauf? Warum kletterst du mich da rauf? Das verstehe ich nicht. Den Baum kann ich ja auch nicht klettern, auf den muss ich jetzt auch nicht bauen. That's not really kind. Der will ja nicht darauf klettern. Hier, ich weiß halt nicht, wenn ich da oben bin. Das ist ja der einzige Baum, wo ich jetzt aktuell raufklettern kann. Nicht von hier aus. Kann ich noch weiter hoch? Nein. Das Ding sehen kann? Nein, kann ich nicht. Da bin ich noch zu niedrig. Nicht dann irgendwie darüber hüpfen kann ich halt auch nicht. Das bringt halt null. Na man hat so eine Mühe, die Kacke da zu machen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie abgefuckt ist das aktuell? 50.000. Was ist hier irgendwie? Weil ich komme halt da nicht hoch. Und das bringt halt auch nicht, wenn ich sage, okay. Ich mach mal Boom Baby da oben. Das geht halt auch nicht. Und selbst wenn ich auf diesen. Irgendwie hängst du dich ja doch dran. Oh ja. Aber hochspringen mag sie auch nicht.
kann sie sich ranhängen, aber es passiert hier aktuell gar nichts. I don't know. Wie komme ich hier später nochmal hin oder irgendwie? Hier ist ja gar kein, wo man sagt, okay, dann kommt man da oben hin, aber ich weiß ja auch nicht, ob das was bringt, wenn man abschießen kann man halt auch nicht. Bei Odin, endlich ist der Fluch gebrochen. Aha. Aber voll doof. Da ist ja oben wohl was, irgendwas abgebrannt oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber ich komme ja immer noch nicht darauf. Und das finde ich blöd, dass man nicht da. Naja, gut, das Ding ist erledigt. Was weg ist, ist weg, würde ich sagen, ne? Dann nehmen wir einmal hier. Das wird ein Dörfli sein. So, dann gehen wir auf jeden Fall einmal zum Dörfli und danach machen wir uns auf den Weg hier hin. Nur mal was ausprobieren, ob ich jetzt mich, weil ich das ja gar nicht gesehen habe hier. Ja, komm runter. Komm rauf da. Kannst auch auf das Ding raufhüpfen. Nö, anscheinend nicht. Egal. Ja, eigentlich müsste sie doch hier auf das Seil rauf können. Egal. Auf zum Schatz. Das ist ja direkt nebenan. Ah. Wahrscheinlich muss ich mich reinschleichen. Hier darf mich niemand sehen. Schauen wir mal. Richtig doch nicht so schnell.
klettert hier hoch. Der Typ mit dem Schlüssel, den brauche ich noch. Den brauche ich. Ist immer noch? Nein. Was sagen? Die zwei müssen ich irgendwie noch auf jeden Fall wegkriegen. Da kann ich den Schlüssel unbeobachtet. Unentdeckt auch. Und wenn die sich bewegen, ey, sollen in Ruhe sterben und dann ist gut. Anhand des Schattens. Irgendwie mag ich heute nicht schießen. Kann das sein? Was ist das? So einen Schlüssel habe ich ja jetzt. Ich hatte immer spannend. Sehr schön. So soll es auch sein. Dann gehen wir einmal ins Gebäude. Hier ist irgendjemand gestorben. Na komm. Okay, wir kommen auf jeden Fall da raus. Das ist schon mal wichtig. Ja, weil wir wollen ja nach unten. Also hier ist ja absolut gar nichts. Ja, wahrscheinlich Hauptstory-Technik wird dann da was sein. Gehe mal stark davon aus, weil sonst wäre hier was. Komm schon. Dass sie da oben noch welche haben, das sehe ich ja. Ich bin echt blind. Achso.
so, es ist nur ein... Die Wunden passen zu sächsischen Waffen. Ich weiß, wo ich den Täter zu suchen habe. Oh, den habe ich sogar schon ermordet. Sehr, sehr gut. Das Schütz ist wirklich hieß. Den habe ich schon erschossen. Das hört sich auch nicht besser an. Oh Mann, Mann, Mann. Ja gut, der war wirklich fies. Den musste ich, glaube ich, 3 Pfeile oder so reinschießen, damit er stirbt. Dein Tod ist nun gerecht. Ruhe in Frieden. Ruhe in Frieden, mein Freund. Ist irgendwo da unten? Ja gut, ich gehe dann so einfach weiter. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir hier nochmal herkommen müssen. In der Hauptquest. Weil deswegen war in dem Raum nämlich absolut gar nichts. Ja, deswegen würde ich jetzt einfach mal weiterlaufen. Dann lassen wir das erstmal. Und gehen dann wirklich mal... Ja, der Schatz ist hier, aber erstmal hier. Einer höher, ne? Einen Gedanken möchte ich gerade noch mal kontrollieren. Ja, doch. Und dann können wir der öffnen, da unten lang. Das war gerade zu. Ah, weiter. Ah, ein Wunder. Oh, nee, so rum noch nicht. Das ja schon mal machen. Ja, komm hoch da.
widerlich. So einfach. Ich hab, oh, er hat seinen Arm abgewebelt. Noch wer? Hier waren jetzt keine Minischütze drin, ne, anscheinend nicht. Okay, dann gehen wir jetzt auf jeden Fall zur Aussichtsplattform. Wir mussten ja so oder so in diese Richtung, deswegen dachte ich, dann kann man die auch gleich holen. Das ist aber ganz schön viele Schätze, die hier sind, ne? Also wenn ich mal so gucke. Ich glaube, Kent ist ein bisschen größer. Okay. Dann schauen wir uns mal die Karte kurz an. Ja, hier sind noch mal Schätze. Hier ist aber was aufgetaucht. Das ist wahrscheinlich wegen dem Synchronisieren aufgetaucht jetzt, ne? Räuberlager. Bei weitem noch nicht ganz. Das, nee, das ist Südax. Okay. Kennt es hier. Auf jeden Fall noch zwei und ein Ritter. Und ein Überfall. Das ist gut. Ja, da gibt es so einiges noch zum Holen. Aber wir holen auf jeden Fall erstmal die kleinen Minischüsse hier. Das wird wahrscheinlich in der Kirche drin sein. Und dann gucken wir mal, ob wir. Ah, nee! Oh, das hat weh getan. Das wollte ich nicht. Eritis et fidem, dus et vos in terram e promissa, in tua eris anima domini, mea percuti. Wenn du das
Bist du bereits am Namen der Fliegen verloren? Said ich quod est naturae, nisis deus manifestat arbitrium. Facit dominus noster sapiens. Ja, wir müssen Schlüssel finden. Da oben rein. Mal gucken. Da. Ah ne, das ist zum Ziehen. Aber drücken kann ich ja nicht, ne? Oder drückst du? Kannst du drücken? Cool. Guck jetzt also auf. Gleich mal, wo was ist. Beziehungsweise wahrscheinlich erst in der nächsten Folge. Ich würde gerne wieder hoch. Da ist die Leiter. Nur den einen Schatz wollte ich jetzt einmal nochmal holen. Oh, Nase juckt. Nein, wir müssen in den zum Haupteingang. Da, ne? Das ist der falsche Schlüssel. Sehr gut. Noch ein Schlüssel, war doch weiter unten oder was? Da unten. Das heißt, es muss irgendwo einen Tunnel oder so geben, dass man unten da. Müsste das ja jetzt funktionieren. Na, hoch, hoch. Danke. War das sie? Nee. Die große Kirche war das. Meine Lieben, ich würde sagen, das war's für heute. In der nächsten Folge treffen wir uns auf jeden Fall mit Basim und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bin schon sehr gespannt. Kent scheint wirklich ein größeres Land zu sein, wo man einiges zu sammeln hat. Hier passiert sicherlich einiges und dann gucken wir mal, was hier so passiert. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das ist auf jeden Fall ein größeres Ding.
Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Ich würde mich mega freuen und ihr würdet mich damit sehr unterstützen. Und ich freue mich, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann.